Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute recht herzlich zur Pressekonferenz begrüßen, nach dem DEL2-Spiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Frankfurter Löwen. Endstand 7:3 vor 1458 Zuschauern. Zu meiner Linken darf ich begrüßen Uli Egne und zu meiner Rechten Gästetrainer Tim Keller. Mr. Keller, your opinion about the game. Thank you very much. Sorry to keep everybody waiting. Obviously very pleased with the game. It's been a difficult start for our hockey team this season. We're still finding our way, but I thought tonight we did a lot of really positive things. The offense that we're generating has been a pleasant surprise, but we're continuing to make progress on the defensive side of the puck, and that's where the work that we've been putting in practice is starting to show. We're getting healthy again. Players like Jarvis and Vikert back in the lineup have made a difference for us this weekend. And obviously some great performances. Richie Mueller with 3 goals tonight. Lisa Gang with 2 as well. But I thought it was a pretty good effort from top to bottom for us. Thank you. Ich fasse kurz zusammen. Keller ist sehr zufrieden mit dem Spiel nach einem schwierigen Saisonstart. Die Offensive hat sehr viele Chancen herausgespielt, war sehr zufrieden. In der Defensive will er sich stetig verbessern und mittlerweile zeigt sich, dass harte Training positive Auswirkungen hat. Und mit der Rückkehr von zum Beispiel Christian Wichert oder James Chavez ist die Mannschaft natürlich noch viel stärker und eben wieder kompletter. Uli, deine Meinung zum Spiel? Guten Abend zusammen, Gratulation an Frankfurt. Das kann man leicht sagen als Trainer, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, wie wir uns heute im ersten Drittel präsentiert haben, ohne Zweikampfstärke, individuelle Fehler, den Gegner förmlich einladen, Tore zu schießen. Das war die ersten 20 Minuten einfach eine Katastrophe. Gut, zwei Drittel war wesentlich besser, waren wir wesentlich aggressiver, wenigstens in der Defensive. Im letzten Drittel haben wir am Anfang immer alles probiert, aber gut, es wäre dann eigentlich unverdient gewesen, weil wir einfach, ich weiß nicht, seit dem letzten Spiel oder jetzt seit 2 Spielen einfach individuelle Fehler machen. Wenn wir den Puck haben, verlieren wir den, schlechter Pass oder ungenauer Pass, Zweikampfstärke, einfach das nicht mehr, was uns die ersten Spiele ausgezeichnet hat. Da bin jetzt ich gefragt, weil das härter ins Gericht geht mit den Spielern, weil so kann man sich nicht präsentieren. Wenn man nur allein die ersten 20 Minuten anschaut, wie oft wir die Scheibe im Gegner bei uns im Drittel gegeben haben oder verloren haben, so leichtfertig. Ich weiß nicht, am Anfang haben wir das besser gemacht, jetzt machen wir es schlecht. Anscheinend meinen einige, dass sie die Weltmeister sind bei uns. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Und da bin ich jetzt gefragt als Trainer. Ich werde härter durchgreifen. Wir haben genug junge Spieler, die vielleicht spielen können. Weiß ich nicht. Bitte ist für uns der Ausfall vom Fröhlich. Der wird jetzt länger ausfallen. Genaue Diagnose weiß ich nicht, aber es ist eine Innenbandverletzung. Und okay, wir müssen das kompensieren irgendwie. Wir haben Nachwuchsspieler und wir dürfen uns, werden uns auf jeden Fall so nicht mehr präsentieren, wie wir uns die letzten beiden Spiele hier zu Hause präsentiert haben. Ich lasse lieber andere Spieler spielen, wo ich weiß, die wollen. Die machen das, was ich will. Und ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin enttäuscht über die Vorstellung meiner Mannschaft heute. Danke. Ja, wir hatten ja heute einen neuen Torwart im Tor, Vorlizenzspieler Dustin Strahlmeier von Straubing. Wie zufrieden warst du mit seiner Vorstellung und werden wir ihn in nächster Zeit öfter sehen können? Dustin war heute eigentlich ein sehr guter Rückhalt für uns. Das ist, glaube ich, wurde er immer allein gelassen. Die Tore, die er bekommen hat, waren ja fast immer Spieler vor dem Tor allein und ich bin zufrieden mit seiner Leistung. Und es ist aufgrund nicht, weil der Stefan im letzten Spiel 6 Tore kassiert hat, das ist der Grund, weil der Stefan verletzt ist. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme und deswegen haben wir ihn Strahlmeier geholt und ich glaube oder ich hoffe, dass wir ihn am Samstag noch behalten dürfen, weil ich denke mal nicht, dass der Stefan spielen kann am Samstag. Danke. Gibt es Fragen der Presse? Ja. Und du hast angesprochen, also die Abwehrleistung war aus meiner Sicht über beide Strecken also nicht DEL2-tauglich, weil wir haben ja Wechselfehler gemacht, wir haben
ja, wie du schon gesagt hast, dem Gegner den Puckel mehr oder weniger aufgelegt. Was mir aufgefallen ist, uns hat von Anfang an das Speed für den Spiel. Frankfurt, die sind uns in vielen Situationen, haben sie uns einfach überlaufen. Und das schon von der ersten Minute, also es kann jetzt nicht irgendwo ein Kraftproblem sein. Das ist kein Kraftproblem, das ist ein Einstellungsproblem. Wenn man keine Einstellung hat, im Eishockey ist eine Kampfsportart, da muss man von Anfang an bereit sein. Wir wussten, dass Frankfurt läuferisch und körperlich eine sehr robuste Mannschaft ist. Wir haben ein Video noch gemacht, haben sie mir gezeigt, wie sie spielen, was sie spielen. Wir wussten das, aber keiner hat, es gibt da einige Ausnahmen, ich möchte so keinen einzelnen Spieler kritisieren, aber wir waren generell nicht bereit, diese Laufbereitschaft anzunehmen, wo wir wussten, dass Frankfurt das hat und macht mit 4 Sturmreihen. Dann kommt noch dazu, leichtsinnig, Puckverluste, einfach, so spielt man nicht Eishockey. Auffallend negativ ist mir heute die Leistung von unserer ersten Reihe aufgefallen. Netzinger, Marquardt und Meier, spielerisch kam nichts und teilweise wirkte das auf die Zuschauer ein bisschen unmotivierend, die Einstellung auf dem Eis. Ja, das ist nicht unmotivierend, man darf nicht vergessen, der Marquardt ist verletzt, der spielt mit der Verletzung, der wird gespritzt vor dem Spiel, der Meier ist noch nicht fit, das war klar, das war klar. Und das Netzinger allein, der bemüht sich, aber das reicht halt momentan auch nicht aus. Da kann man jetzt nicht am ersten Sturm die ganze Schuld schieben, da kommt von hinten schon auch nichts und da wird auch fahrlässig von hinten rausgespielt, speziell im ersten Block, und das müssen wir abstellen. Wir haben jetzt die ersten 4 Spiele beeindruckendes Eishockey gespielt, tolles Offensiv-Eishockey. Jetzt droht uns in den Spielen 5 bis 8, 4 Niederlagen eventuell am Stück. Was hat die Mannschaft einfach gegenüber den ersten 4 Spielen, was macht sie momentan falsch? Ich glaube, da muss man nicht der Trainer sein, da kann jeder Zuschauer, der heute im Stadion war, hat das gesehen. Es fehlt einfach die Einstellung. Es fehlt einfach die Einstellung. Wenn man gegen Mannschaften spielt, die eben mehr Spieler haben, 4 Blöcke haben, dann muss ich halt taktisch im Kopf her anders spielen wie wir. Wir dürfen gegen Mannschaften wie jetzt Garmisch oder heute Frankfurt, die halt mit 4 Blöcken spielen. Und wir mit unserem kleinen Kader momentan, wir können mit denen mitlaufen und wir müssen taktisch besser spielen, so wie wir es die ersten Spiele gemacht haben, weil wir haben ja im Endeffekt auch nicht mehr Spieler, wir haben da wiederum Leute, die fehlen uns, das ist ganz klar, aber das ist keine Entschuldigung, keine Ausrede. Wir können nicht am 17- und am 18-Jährigen nachweinen, die nicht dabei sind und einfach sagen, jetzt spielen wir schlechter, weil die beiden nicht da sind. Das wäre eine absolute Frechheit gegenüber den Zuschauern, wenn wir am 17- und 18-Jährigen jetzt sagt, weil sie nicht dabei sind und wir spielen schlechter. Die Einstellung fehlt generell. Wir haben keine positive Einstellung mehr, wie man Eishockeyspiel angehen muss. Eishockeyspiel ist A für mich erst in der taktischen Richtung und dann ein körperlicher Einsatz und einfach bereit sein für seinen Mitspieler, dementsprechend zu kämpfen und zu arbeiten. Und das vermisse ich jetzt seit 2 Spielen. Und das müssen wir ändern. Und wenn wir das nicht ändern, ja, dann wird es böse ausschauen. Aber dafür bin ich ja als Trainer da, bin ich gefragt auch als Trainer. Ich werde morgen mit denen sehr hart ins Gericht gehen, mit den Spielern. Ich werde ihnen mal zeigen, wie auf Video, was sie alles falsch gemacht haben. Ich verstehe jeden Zuschauer, der heute sauer war, weil sie können sich ja vorstellen, wie sauer ich bin. Ich als Trainer bin, weil es war es 2-mal innerhalb von ein paar Tagen, dass wir uns so demotivierend auf dem Eis bewegt haben. Gibt es weitere Fragen von Seiten der Presse? Wenn dem nicht so ist, möchte ich allen Spendern für Humedica nur einen herzlichen Dank aussprechen für den Kampf gegen Ebola. Und das nächste Heimspiel findet dann am Sonntag, den 12. Oktober um 18.30 Uhr gegen die Heilbronner Falken statt. Vielen Dank. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.